Teil 1. Du liest in einer Zeitung diesen Text. Wähle für die Aufgaben 1 bis 5 die richtige Lösung A, B oder C. Jetzt, die neue Jugendzeitung. Eine Zeitung für Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren in Europa. Wir informieren dich in 10 Minuten. Jetzt bietet aktuelle Informationen und lustige Geschichten. Jetzt gibt es nicht im Geschäft, du bekommst die Zeitung jeden Tag online oder am Wochenende per Post direkt zu dir nach Hause. Struktur von jetzt. Die ersten Seiten informieren über die Tagespolitik. Es gibt immer ein Interview mit Fotos und Bildern. Auf den Seiten 4 und 5 findet man Artikel über Orte und Städte, die auch auf einer Weltkarte gezeigt werden. Die Seiten 6 und 7 geben Lesern neueste Informationen zu Themen aus Wissenschaft und Technologie. Diese Seiten können dir und deinen Freunden bei den Hausaufgaben sehr helfen. In der Mitte der Zeitung findet man das aktuelle Fernsehprogramm. Hier werden auch Filme und Programme vorgestellt, die interessant für dich sind. Auf der letzten Seite gibt es Neues über Promis und deine Lieblingsstars. Speziell für junge Leserinnen und Leser. Jetzt ist ein guter Einstieg in die Presse. Mit uns kannst du beginnen, dich über Aktuelles zu informieren. Lerne unsere Zeitung kennen und schreibe uns. Wie findest du jetzt? Viel Spaß dabei! Teil 1. Beispiel 0. Jetzt ist eine A. bekannte Zeitung mit vielen Fotos. B. Zeitung, die in 10 Minuten online ist. C. Neue Zeitung mit aktuellen Texten. 1. Jetzt ist gemacht für A. Jungen und Mädchen. B. Leser in der ganzen Welt. C. 12- bis 18-Jährige. 2. Jetzt bekommt man A. immer im Geschäft. B. Samstag und Sonntag mit der Post. C. von Montag bis Freitag im Internet. 3. Mit jetzt kann man A. fotografieren lernen. B. Politik verstehen. C. weltweit Freunde finden. 4. Im letzten Teil von jetzt kann man A. andere Länder kennenlernen. B. Informationen über berühmte Personen lesen. C. sich über das Kinoprogramm informieren. 5. Jetzt liest man, weil man A. mit dem Zeitunglesen anfangen möchte. B. schon viel Erfahrung im Zeitunglesen hat. C. selbst in der Zeitung schreiben möchte. Teil 2. Du bist auf einer Veranstaltung und liest das Programm. Lies die Aufgaben 6 bis 10 und den Text. Welcher Ort passt? Wähle die richtige Lösung A, B oder C. Beispiel 0. Du möchtest in einer Mannschaft Sport machen. Sporthalle A. 6. Du willst selbst Musik machen. A. Café. B. Musiksaal. C. anderer Ort. 7. Du möchtest wissen, wie war die Schule früher? A. Pausenhalle. B. Schulhof. C. anderer Ort. 8. Du willst ein paar chinesische Wörter lernen. A. Musiksaal. B. Pausenhalle. C. anderer Ort. 9. Du möchtest fotografieren lernen. A. Pausenhalle. B. Schulhof. C. anderer Ort. 10. Du möchtest Speisen aus anderen Ländern essen. A. Musiksaal. B. Pausenhalle. C. anderer Ort. Teil 3. Du liest eine E-Mail. Wähle für die Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung A, B oder C. Hallo Tina, wie geht es dir denn so?
Hat das Schuljahr gut angefangen? Wie war die Fahrradtour auf dem Donauradweg? War das letzte Stück bis Wien aufregend? Ich bin nun in der 9. Klasse, aber alles ist wie immer. Stress mit den anderen aus der Klasse, viele Hausaufgaben und die Lehrer sind wie immer. Zurzeit ist Sport das einzige Fach, das ich so richtig gut finde. Ich habe früher mit meinen Freunden aus dem Nachbarhaus Fußball gespielt. Außerdem bin ich schon immer gerne Fahrrad gefahren. Aber das habe ich dir in den Sommerferien beim Radfahren schon alles erzählt. Weißt du, was mir gerade total Spaß macht? Laufen! Nächstes Frühjahr möchte ich hier in Berlin beim Halbmarathon rund 21 Kilometer durch Berlin mitlaufen. Da muss ich noch ganz schön trainieren. Manchmal läuft jetzt mein Vater mit mir. Er macht allerdings im Frühjahr nicht mit, weil er nicht so viel Zeit zum Trainieren hat. Hast du nicht Lust, an diesem großen Tag nach Berlin zu kommen? Dann könntest du beim Halbmarathon zusehen. Und natürlich würde ich dir die Stadt zeigen. Ich würde mich total freuen. Für meinen Vater und meine Mutter ist es in Ordnung, wenn du bei uns übernachtest. Meine Schwester freut sich immer über Besuch. Nur mein großer Bruder hat sich ein bisschen geärgert, denn seine Freundin hat uns noch nie besucht. Überleg's dir mal. Bis bald, Tassilo. Teil 3. 11. Was gefällt Tassilo in der Schule? A. Der Sportunterricht macht ihm Spaß. B. Er findet die Lehrer nett. C. Er freut sich, seine Mitschüler zu sehen. 12. Woher kennen sich Tassilo und Tina? A. Sie haben die gleichen Lehrer. B. Sie haben sich in den Ferien getroffen. C. Sie trainieren beide für den Halbmarathon. 13. Was macht Tassilo im Moment am liebsten? A. Fahrradfahren mit Tina. B. Fußballspielen mit seinen Freunden. C. Laufen mit dem Vater. 14. Was wünscht sich Tassilo von Tina? A. Dass sie beim Halbmarathon mitmacht. B. Dass sie ihm die Stadt zeigt. C. Dass sie ihn in Berlin besucht. 15. Was sagen die Eltern zu der Einladung? A. Sie ärgern sich ein wenig über Tinas Besuch. B. Sie haben erlaubt, dass Tina nach Berlin kommt. C. Sie haben verboten, dass Tina Tassilo besucht. Teil 4. 6 Jugendliche suchen auf der Webseite ihrer Schule einen Ferienjob. Lies die Aufgaben 16 bis 20 und die Anzeigen A bis F. Welche Anzeige passt zu welcher Person? Für eine Aufgabe gibt es keine Lösung. Markiere sie mit X. Die Anzeige aus dem Beispiel kannst du nicht mehr wählen. Beispiel 0. Fabian will draußen arbeiten und hat zweimal in der Woche Zeit. B. 16. Leonie mag Tiere und will Nachbarn helfen. 17. Sandra ist gerne im Internet und möchte so etwas Geld verdienen. 18. Peter sucht einen Job, der zu ihm passt. Er hat gerne viel mit Menschen zu tun. 19. Nico kann nur am Wochenende Geld verdienen. 20. Eva sucht einen Sommerjob im Zoo. Teil 1. Lösungen. 1. Jetzt ist gemacht für A. Jungen und Mädchen. 2. Jetzt bekommt man B. Samstag und Sonntag mit der Post. 3. Mit jetzt kann man B.
Politik verstehen. 4. Im letzten Teil von Jetzt kann man B. Informationen über berühmte Personen lesen. 5. Jetzt liest man, weil man C. Selbst in der Zeitung schreiben möchte. Antworten zu Teil 2. 6. Du willst selbst Musik machen. A. Kaffee. Kaffee. 16 Uhr. Wir spielen dein Lieblingslied. Du singst. 7. Du möchtest wissen, wie war die Schule früher? B. Schulhof. Schulhof. 15 bis 18 Uhr. Informationen über unsere Schule, von den Anfängen bis heute. 8. Du willst ein paar chinesische Wörter lernen. C. Anderer Ort. 9. Du möchtest fotografieren lernen. B. Schulhof. 15, 16, 17 Uhr. Kleiner Fotokurs. 10. Du möchtest Speisen aus anderen Ländern essen. B. Pausenhalle. Pausenhalle. 15 bis 22 Uhr. Kuchen. Milkshakes. Internationale Spezialitäten. Antworten zu Teil 3. 11. Was gefällt Tassilo in der Schule? A. Der Sportunterricht macht ihm Spaß. 12. Woher kennen sich Tassilo und Tina? B. Sie haben sich in den Ferien getroffen. 13. Was macht Tassilo im Moment am liebsten? C. Laufen mit dem Vater. 14. Was wünscht sich Tassilo von Tina? C. Dass sie ihn in Berlin besucht. 15. Was sagen die Eltern zu der Einladung? B. Sie haben erlaubt, dass Tina nach Berlin kommt. Antworten zu Teil 4. 16. Leonie mag Tiere und will Nachbarn helfen. C. 17. Sandra ist gerne im Internet und möchte so etwas Geld verdienen. A. 18. Peter sucht einen Job, der zu ihm passt. Er hat gerne viel mit Menschen zu tun. E. 19. Nico kann nur am Wochenende Geld verdienen. D. 20. Eva sucht einen Sommerjob im Zoo. X.